So klingt der E-Scooter eGrid One. Kann man Qualität hören? Also, ihr kennt das vielleicht aus dem Autobereich, so hochwertige Premium-Autotüren, die klingen schon besonders gut. Aber kann der Ton für eine gute Qualität sprechen? Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Ich bin Boris und freue mich, dass ihr dabei seid. Das Hamburger Unternehmen eGrid ist bekannt für, besonders hochwertige E-Scooter und eine absolut gute Qualität. Ihr habt es ja gerade gehört, das klang schon sehr vielversprechend. Heute im Check der eGrid One, eine auf 2000 Stück limitierte Sonderedition. eGrid selbst sagt, zu 99% Eigenentwicklung und der One soll neue Maßstäbe auf dem E-Scooter-Markt setzen. Na, schauen wir mal. Und wie immer ist auch Carsten dabei, der selbst jetzt rund ein Jahr den eGrid X gefahren ist und da auch einige Erfahrungen sammeln konnte. Und der wird uns begleiten und natürlich nachher auch im Fahrcheck den eGrid One mal auf Herz und Nieren prüfen. In diesem Video das schnelle Unboxing, die kurze Montage und dann geht's natürlich raus. Ich will wissen, wie fährt der sich? Ein Bremstest, Agilitätstest und natürlich, da müssen alle durch bei Tech for Fun, das Kopfsteinpflaster des Todes. Also das Boxendesign, das kann ich euch jetzt schon verraten, ist bei eGrid immer was ganz Besonderes. Also als allererstes habt ihr hier diese Nupsel, die zieht ihr einfach raus. Und dann nicht irgendwie aufschneiden, hier oben aufklappen und kompliziert den E-Scooter rausheben, sondern hier ist die Magie. Danke, Carsten. Du bist so gut. So, und dann ist er hier. Klasse. So, ich warte mal, bis Carsten aufhört zu lärmen. Hier, schaut mal. Tadadadam. Das ist genial. Ich liebe das. Erinnert mich so ein bisschen an Apple. Die bei eGrid können echt Verpackungsdesign. Und dann muss man natürlich sagen, ganz wenig Kunststoff, viel Pappe, super und nachhaltig. Also als erstes habt ihr hier die Datenbestätigung, braucht ihr für die Anmeldung bei eurer Versicherung. Hier der Lenker. Wir lassen das jetzt mal hier in der Box drin, aber befreien ihn schon mal vom Verpackungsmaterial. Auch hier konsequent alles schön in Pappen. Quick Start Guide. Nur ein paar Seiten. Schön alles farbig bebildert, eine dicke Bedienungsanleitung, auch hier QR-Code für die App in mehreren Sprachen, Deutsch ist natürlich dabei. Und dann haben wir hier die eGrid Toolbox. Zwei Schlüssel, denn der Akku ist beim eGrid One austauschbar. Ein kleiner Schlüsselanhänger, der eGrid One, Imbusschlüssel im Toolset, sehr hochwertig verarbeitet, gummiert. Das Ladegerät und hier ist immer wieder ganz wichtig, mit wie viel Ampere wird euer E-Scooter geladen. In diesem Fall sind es 3 Ampere und das finde ich richtig gut, denn ganz viele E-Scooter-Hersteller haben im Lieferumfang nur ein 2 Ampere Ladegerät und wenn ihr einen richtig fetten Akku habt, also viele, viele 100 Wattstunden, dann kann das bis zu 19 Stunden bei 2 Ampere dauern. Hier bei 3 Ampere geht das viel, viel schneller. So, ich würde sagen, das war's. Ich sehe nicht mehr. Macht schon mal einen super Eindruck. Ich räume hier ein bisschen auf und dann rufen wir den Carsten für die Montage. Tja, Montage. Das wird in 2 Minuten gehen. Aber trotzdem, der muss ja irgendwie was zu tun haben, der Bube. Carsten, was machst du da? Montage, los jetzt! Kommst du nicht hier auf meine Seite? Das möchte ich nicht. Nee? Wird relativ schnell gehen, schätze ich. Was schätzt du? 2 Minuten. Okay. 2 Minuten müsste zu schaffen sein. Denke ich auch.
Boris, fertig. Mann, nie kann man irgendwie in Ruhe was machen. Wie schnell ging das denn bitte? Der war super vorbereitet. Ja, und? Also, die Montage war ziemlich einfach. Sensationell ist das mit dem herausziehbaren Lenker. Die Kabel sind auch super drin verschwunden. Dass die Schrauben versenkbar sind, fand ich noch besser. Worauf ich richtig gespannt bin, das muss ich dazu sagen, rein persönlich mag ich eigentlich keine E-Scooter, die abklappbare Lenker haben oder versenkbare Lenker. Warum nicht? Natürlich, klar, das ist total komfortabel beim Transport, aber irgendwie holt man sich da immer so eine Wackelgeschichte rein. In fast allen E-Scootern, die wir bisher hatten. Jetzt hat der E-Grid One das auch, aber das sieht deutlich stabiler aus. Also da freue ich mich, wenn wir gleich draußen sind auf unserem Gelände beim Fahrcheck, ob das Ding auch so ein Spiel hat. Ich denke nicht, dass es sehr stramm reinging. Ich glaube, das haben sie ganz gut gelöst. Da steht er nun und ihr glaubt es nicht, das ist so gut verpackt. Ich habe was übersehen und habe mir gedacht, da fehlt doch noch was beim Unboxing. Also einmal Nachtrag, die Ventilverlängerung, dann zwei Schlüssel, einmal für dieses Schloss. Schaut mal, das kommt hier rein und dann könnt ihr da von E-Grid oder auch von anderen ein Schloss reinmachen und das ist bombensicher. Hier der Schlüssel dient aber auch für das Trittbrett, um an den Akku ranzukommen. Das ist eine Erscheinung. Ganz, ganz edel, schlicht, das Grau. Und es sieht einfach total solide aus, der E-Grid One. Hier unten, das allererste, das muss ich erwähnen, Reifen von Pirelli. 11 Zoll Reifen, Pirelli. Und auch ganz klasse, die Flanke wurde etwas erhöht, damit hier noch ein bisschen mehr Reifensicherheit gegeben ist und das Ganze ist selbstreparierend, also im Falle einer Panne bei kleinen Löchern müsste nicht aufpumpen. So, und dann schaut mal hier. Das ist eine hydraulische Felgenbremse, extra entwickelt von Schaeffler, deutsches Traditionsunternehmen, absoluter Premiumhersteller. Vorteil hier, ja, ihr habt ein geschlossenes System, das heißt, da kann nichts reinkommen bei Dreck, Schmutz oder sonstigen. Hydraulische Bremsen und die sollen wartungsfrei sein bis zu 5000 Kilometer. Da bin ich mal gespannt, was die Dinger leisten. Aber hier top Pirelli-Reifen und von Schaeffler patentierte Bremse hydraulisch. Das Schutzblech hier schön solide, aus Kunststoff, aber fühlt sich gut an. Und die Felge ist teilbar, das heißt beim Reifenwechsel ist es deutlich einfacher, auch mitgedacht. Dann hier die Lenkerstange, richtig solide. Schaut mal, wie stark und wie breit. Und Zuschauer von Tech for Fun kennen es vielleicht, ich bin eigentlich kein Freund von Lenkerstangen, die variabel sind. Warum nicht? Weil das immer wackelt. Wenn ihr dann noch die Lenker hier abklappen könnt, ihr habt eine Wackelei drin. Und das habe ich bei bis jetzt noch keinen E-Scooter so erlebt. Hier wackelt nichts. Ich bin ihn noch nicht gefahren, aber ich merke es jetzt schon. Das ist sagenhaft. Hier einfach aufmachen und in der Montage mit Carsten habt ihr es ja gesehen. Da ist ein Spiralkabel dran und dann könnt ihr den auf eure Höhe einstellen. Einmal zumachen, Schnellspanner, das war's. Klasse. Und ihr könnt das so einstellen, dass der E-Grid One geeignet ist für Fahrer von 1,20 Meter bzw. die Lenkerhöhe 1,20 Meter bis 2 Meter. Dann habt ihr hier einen Haken für Einkaufstüten oder sonstiges, belastbar bis 1 Kilogramm. Und dann, ich bin auch ein Freund von gecleanten Fahrzeugen. Das heißt, ihr habt hier ein bisschen Kabel hier von den Bremsen und ansonsten geht alles durch den Rahmen. Hier übrigens, die Stange ist aus Magnesium. Dann vorne das Licht. Schalten wir es mal einmal ein. Kann man das einigermaßen sehen, Carsten? Ja? 40 Lux stark, da gibt es Stärkeres, aber reicht aus. Was mir nicht gefällt, und das ist eine reine Designsache, der Knubbel hier. Ja, was ist das? Die Hupe, ja. Also, sie macht, was sie soll, aber das Ding jetzt designmäßig gefällt mir nicht. Muss ich ganz offen sagen.
Dann kommen wir hier mal zum Cockpit. Carsten, komm noch mal ganz kurz rum. Also, der Lenker schön breit, hier Handballenauflage und das Bedienfeld geht also wirklich sehr, sehr harmonisch hier ein. Hier das Daumengas ist auch eine Entwicklung von Egret. Normalerweise habt ihr das ja hier nach unten. Bin ich mal gespannt, wie sich das fährt. Dann hier an den Enden die Blinker. Druckpunkte hier von den Bedienelementen sind sehr gut. Da gibt es andere E-Scooter, da drückt man 2-3 Mal. Dann habt ihr hier Plus und Minus für die Fahrstufen und hier das Display. Carsten, die Sonne scheint, kann man das einigermaßen gut sehen? 3,5 Zoll groß. Ihr habt einmal mittig die Geschwindigkeit, dann die Fahrstufen, den Akkustand und, was ich ganz toll finde, die Restreichweite. Und dann natürlich, ja, Blinksymbol zum Beispiel. Und was mir total gut gefallen hat, habe ich bisher bei keinem E-Scooter gesehen. Kennt ihr wahrscheinlich selber, wenn ihr einen E-Scooter habt. Ihr nehmt euer Ladegerät, steckt es an den E-Scooter ran und wollt mal hier oben das Display einschalten. Nee, der gesamte E-Scooter ist tot. Hier beim Egret One, wenn ihr ihn einschaltet, seht ihr den Ladestand und wie viel Reichweite ihr gerade reinpumpt. Super. Also das ist eine Kleinigkeit, aber gefällt mir einfach richtig gut und ich war total überrascht. Hey, ich schalte ihn ein. Ja, Display arbeitet, E-Scooter arbeitet und gibt euch hier nicht nur durch das Ladegerät, durch eine grüne oder eine rote LED an, wie geladen wird, sondern auch wie weit schon geladen ist. Super. Dann hier die Bedieneinheit, hier unten nochmal. Hier habt ihr den Ein- und Ausschalter und hier habt ihr eine USB-A-Schnittstelle. Damit könnt ihr dann euer Smartphone laden. Auch schön, finde ich immer gut, wenn man irgendwo noch eine Möglichkeit hat, seine Geräte per USB zu laden. Hier unten Schlüssel hier rein, einmal schließen, klack. Dann könnt ihr das Trittbett aufheben und hier ist er, der Akku. Hier mit dem Knopf, dass ihr sehen könnt, wie ist der Betriebszustand. Dann hier das Kabel, einmal hoch, Kabel raus und schon habt ihr hier euer kleines Handtäschchen. Kompakt, klein, mit hochnehmen, laden und auch hier mit dem Griff. Super, dann schaut mal hier. Das ist komplett abgekapselt und der Akku hat einen Wasserschutzgrad von IPX7. Das heißt, der kann auch kurzfristig komplett unter Wasser sein. Solltet ihr nicht machen. Hier gibt es ein Loch, hier als Ablass quasi, falls doch mal Wasser reingekommen ist. Aber wie gesagt, schadet dem Akku überhaupt nichts. Und hier auch schön gemacht, der Controller. Bei vielen E-Scootern habt ihr hier offen die Kabel rumliegen und ihr seht die Platine des Controllers. Hier schön, Kühlrippen wahrscheinlich auch integriert. Akku wieder rein. Dann das Kabel einmal rauf. So, das war's. Und der Einstieg, ja, Qualität kann man hören. Das hat alles eine super Qualität und tolle Verarbeitung. Kommen wir mal zum Klappmechanismus. Hier habt ihr eine Sicherung. Dann zieht ihr hier einmal und runter. Und schon könnt ihr hier den E-Scooter wunderbar tragen, aber mit seinem Gewicht deutlich über 20 Kilo, 23 etwas, ist es kein E-Scooter für die letzte Meile, aber durchaus transportabel. Das Ganze zurück, wieder hier aufmachen. Fertig. Und dann dürft ihr nicht vergessen, den hier, der darf nicht so stehen. Der muss hier runtergeklappt sein und die Sicherheitsarretierung auch. Tolles System. Und von der ganzen Haptik her, ja, einfach super. Ihr kennt es ja, bei vielen Modellen gibt es Seitenständer. Hier haben wir, wie beim Motorrad auch, einen Mittelständer, sehr solide. Also nicht so ein nulpiges Teil. Und kommen wir nach hinten, das Schutzblech. Auch hier mit den Verstrebungen solide. Hier nochmal ganz komplett schön im Rahmen, im Trittbrett integriert und befestigt. Und hinten, super, mit einer Gummilippe, wenn er doch irgendwo mal aufsetzt, bricht das nicht gleich ab. Und ja, hier, ich muss das Licht mal einschalten. Was ist das für ein super Design? Wirklich einzigartig hier. Und dann Bremslicht und jetzt hier im gleißenden Sonnenschein total hell.
500 Watt Motor, 1000 Watt Peakleistung und ein Drehmoment maximales von 35 Newtonmeter. Bin ich gespannt später im Fahrcheck, was der E-Grid One so alles drauf hat. Das System läuft auf 48 Volt und der Akku hat eine Kapazität von 14 Amperestunden. Umgerechnet 48 mal 14, jetzt muss ich gucken, also 672 Wattstunden. Das ist schon ganz ordentlich. Schön zu wissen, die Zellen hier im E-Grid One sind von Samsung, also da setzt der Hersteller auch auf Markenprodukte. Von leer auf voll ladet ihr den E-Grid One in 4,5 Stunden dank des 3 Ampere Ladegeräts. E-Grid sagt zur Reichweite 65 Kilometer. Ganz klar, Laborwerte muss man also mal checken, weil die wurden ermittelt bei guten Temperaturen, keine Steigungen und so weiter und so fort. Das Gewicht 23,8 Kilogramm und die maximale Zuladung liegt bei 125 Kilogramm. Thema Wasserschutz. Der gesamte Scooter ist zertifiziert auf IPX5, das heißt Schutz gegen Strahlwasser. Besonderheit, hier der Akku im Trittbrett hat IPX7, das heißt, der ist sogar sicher für kurzzeitige Überflutung oder Untertauchen. Solltet ihr trotzdem nicht machen. So, und dann kommen wir zu einem Punkt, der für ganz viele Zuschauer natürlich wichtig ist. Die Höchstgeschwindigkeit 20 km/h. Logisch, ist ja die gesetzliche Vorschrift, aber es gibt ja die 10% Regelung. Und da bin ich gespannt später im Fahrcheck mit Carsten, wie nah traut sich E-Grid an diese Toleranz ran? Weil theoretisch und gesetzlich völlig okay sind 22 km/h. Schafft er die? Wir fangen mal an im Eco-Fahrmodus. Oh nein! Carsten, man braucht gar keinen Motor. Ist das ein smoothes Rollern? Ich brauche keinen Motor. Das reicht aus. Okay, ja, lach. So, das ist jetzt der Eco-Modus. 16, 17, 18. Eco-Modus ist toll. Tour-Modus ist sicher auch toll. Habt da mehr Reichweite. Sport ist das Beste. Auf geht's! Yeah! All right! Das fühlt sich an wie im Mercedes zu fahren. Wirklich, wie in einem Mercedes. Der breite Lenker, 62 cm. Das Trittbrett hat eine ordentliche Breite. Guckt mal hier, ich habe Schuhgröße 45 und ist relativ tief vom Schwerpunkt. Die 11 Zoll Reifen tun ihr Übriges dazu, dass ich hier ein Gefühl habe, als könnte den E-Grid One gar nichts erschüttern, gar nichts. Und trotzdem, wie ihr hier seht, ist er agil. Richtig agil. Große Frage. Schafft er die 22 km/h? 17, 19, 21, 22, 23, 22. Dann geht er auf 21 runter. GPS war eben auf 22, 3. 20, 21. GPS 21. Also erreicht kurzfristig die 22 und pendelt dann wieder zurück. Ja, so 21, 21,5. Die 22 hält er nicht konstant. Das war schon beim E-Grid X ähnlich, was den Controller angeht. Die Review dazu könnt ihr euch übrigens da oben anschauen. So, jetzt geht's den Hügel rauf. Wir haben 21, 20, 21, GPS, 20, 19. Jetzt beginnt die Steigung, 20. Er bleibt bei 20, 500 Watt Motor, 1000 Peak. 21, 20, lässt sich hier nicht wirklich beeindrucken, 20. 21, GPS 20,8, 20, 19, jetzt wird es etwas steiler, GPS 19,6, 21, Steigung ist weg und er kommt gleich wieder auf die 22. Ja, solide, kann man überhaupt nicht sagen. Mal die Wendigkeit hier im Kreisfahren. Ja, der ist wendig, aber man merkt schon, dass das ein ganz solides Teil ist. Also
Hier muss ich schon ein bisschen vorsichtig fahren. So, Vollgas, Berg runter. Das Display ist toll und übersichtlich, hatte ich ja schon gesagt, aber jetzt hier bei der Sonne spiegelt das dann schon ein bisschen. Ich muss sehen, welchen Winkel ich schaffe. 25, GPS 25, 1, 26, 27, 28, 2, 29, GPS 28. Er riegelt hier nicht ab. So, herrlich. Also wirklich, das macht Spaß. Und diese Restreichweitenanzeige finde ich auch richtig klasse. Carsten, fliegender Wechsel. Ich überreiche dir den Helm und du überreichst mir die Kamera. Okay, ihr wisst ja, ich bin ein absoluter E-Grid-Fan. Ich habe den X ja lange getestet mit seinen 12-Zoll-Reifen und war sehr gespannt, was der jetzt liefern kann. Mit seinen 11-Zoll-Reifen ist der sehr stabil, vom Fahrgestell super stabil, auch mit dem verstellbaren Lenker, also Top-Leistung. Und die Geschwindigkeit, der Anzug war super. Was mir nicht so gut gefällt ist, E-Grid, bitte nutzt die 22 aus. Wir wollen noch ein bisschen mehr Spaß haben. Zwei Bremsen habt ihr. Einmal auf der linken Seite die Vorderradbremse, dann hinten rechts die Bremse. Das Ganze von Schaeffler, wartungsarm, fast wartungsfrei, kann man nicht sagen, 5000 Kilometer. Das Ganze hydraulisch gesteuert. Eine Rekuperation habt ihr nicht, also keine Zurückgewinnung der Energie, weil es keine elektrische Bremse gibt. Dann fangen wir mal an mit der vorderen Bremse. 22 km/h und los. Ich würde mal sagen, gute 2 Meter. Dann jetzt die Gefahrenbremsung. Also alle Bremsen komplett den Anker werfen. Mal schauen, was wir da schaffen. Das ist so gemütlich hier drauf, wirklich. Wie eine Sänfte. Und man merkt tatsächlich, die 11-Zoll-Reifen federn eine ganze Menge ab. Checke ich nachher mal noch auf dem Kopfsteinpflaster des Todes. So, los geht's. 14, 16, 21, 22, 23, 22. Das ist sensationell. Also 1,5 Meter ungefähr. Richtig gut. Oder? Top, nicht? Ja, habe ich zu spät wieder gebremst? Zu früh? Nochmal? Mann, Carsten. Das wäre so ein toller Wert gewesen, Freunde. Also nochmal. 17, 18, 19, 20, 22 haben wir, 23, 22 und rein. Trotzdem unter... Komm, das war jetzt aber auf den Punkt gebremst. Ja, Top-Bremswerte, kann man überhaupt nicht sagen. Kurzer Blick auf die App. Neben dem guten Display, wo ihr verschiedene Möglichkeiten habt, habt ihr natürlich auch eine App für iOS und Android. Die drücken wir einmal. So, und schon ist der E-Scooter verbunden. Den verbindet ihr im Prinzip am Anfang beim ersten Mal über die Fahrgestellnummer bzw. Seriennummer und dann habt ihr die App. Und hier habt ihr als allererstes groß die Batterie und die Reichweite, in diesem Fall 36,5%. Hier sind 36,5% Kilometer natürlich. Und ihr habt dann eine Info, also Seriennummer, was für eine Controller-Firmware gibt es etc. Dann habt ihr die Möglichkeit, den E-Scooter zu sperren. Der ist jetzt gesperrt und ich müsste jetzt hier, Carsten, zeig mal, wieder, das reflektiert ganz schön, den PIN-Code eingeben. Das mache ich jetzt mal. Bestätigen und schon bin ich wieder da. Dann kann ich hier die einzelnen Modi eingeben. Das Fahrprofil kann ich sehen, also 41 Kilometer bei 100% Batteriestand, 36,5 Kilometer bei aktueller Ladung. Und das kann ich jetzt natürlich hier wechseln in den Tourmodus. Oder dann eben in den Sportmodus, da reduziert sich das Ganze. Was haben wir hier noch? Dann gibt es hier rechts mein E-Grid One, meine Garage. Wenn ihr mehrere E-Grid E-Scooter beispielsweise habt, könnt ihr die Garage öffnen.
Da müssen Sie alle durch, egal ob gefedert, ungefedert, klein oder groß. Das Kopfsteinpflaster des Todes. Und hier beim Ebit One habt ihr 11 Zoll Luftreifen. Naja, können die mit einer Vollfederung mithalten? Wahrscheinlich nicht, aber 11 Zoll hält schon eine ganze Menge ab. Was genau oder wie viel, schauen wir jetzt hier und fahren gleich mal los. Oh ja, das ist wirklich, Freunde, natürlich ist das ein Klappern, beziehungsweise natürlich ist das hier die Stöße im Köpfchen ordentlich beim Kopfsteinpflaster des Todes, aber die 11 Zoll Luftreifen kompensieren eine ganze Menge. Und hier hört man eben auch die Qualität, wie ich es am Anfang des Videos gesagt habe. Hier klappert gar nichts. Überhaupt nichts. Kein Stoß, kein Klappern, gar nichts. Und ja, 11 Zoll, schöner Federungskomfort. Also, das hätte ich nicht gedacht. Die Bremsen von Schaeffler, wartungsfrei 5000 Kilometer, hydraulisch. Dann der herausnehmbare Akku hier unten. Die gesamte, hier, die Magnesiumstange, was ich vorhin gesagt habe, da wackelt nichts. Und jetzt hätte ich es fast vergessen, natürlich 11 Zoll Luftreifen von Pirelli. Und ihr habt es gesehen beim Kopfsteinpflaster des Todes, das ist völlig okay. Klar, da will ich keine hunderte von Kilometern mitfahren, aber das ist absolut klasse. Ja, dann negativ, Kontrapunkt. Ja, es fehlt eine Federung. Das wird ganz oft moniert bei vielen E-Scootern. Ich bin so der Typ, ich brauche nicht zwingend eine Federung. Das ist immer ja eine große Frage, wo fahrt ihr? Fahrt ihr viel im Wald? Oder sage ich mal, ist es bei euch so, dass es wirklich die Straßenverhältnisse schlecht sind? Dann ist eine Federung natürlich klasse. Aber für einen normalen City-Gebrauch brauche ich die nicht, vermisse ich nicht, ist für mich kein Negativpunkt. Negativ finde ich die Programmierung des Controllers, dass er die 22 km/h, die ja die 10% Toleranz möglich sind, nicht permanent hält. Vielleicht kann man da noch mal ein bisschen was ändern. Dann, ja, hinten hat er keine Blinker, aber dafür sind die vorne schön hell. Was ist noch negativ anzumerken? Vielleicht noch das Display. Nicht die Aufteilung, nicht die Grafik, aber das ist doch ganz schön reflektiert. Aber ansonsten war ich selten von einem E-Scooter so begeistert, was Verarbeitungsqualität angeht und was den Fahrkomfort angeht. Also ich habe mich auch selten auf dem E-Scooter, ja, der Ebit X war ähnlich, so sicher gefühlt. Es ist einfach ein erhabenes, total sicheres Gefühl, weil auch auf dem Kopfsteinpflaster des Todes hat man das gehört, da klappert nichts, das macht alles einen Top-Eindruck. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Euch eine gute Zeit. Bis bald. Tech for Fun.